Erlernendes außerhalb der regulären Lehrveranstaltungen lernen und Kenntnissen erwerben kann. Und wir werden uns ein bisschen im Internet umschauen, wie wir das wöchentlich auch in unserem OrgaTV-Vodcast machen. Zunächst aber zu dem Thema Lehrveranstaltungen und das, was man darüber hinaus zu dem regulären Inhalt oder zu den regulären Inhalten der Lehrveranstaltung bei uns lernen kann. Wir haben im Wintersemester zum ersten Mal eine Veranstaltung hier am Lehrstuhl durchgeführt unter dem Titel HR Leadership. Es ging darum, Führungsmodelle zu erlernen, wie leite ich Mitarbeiter an, wie verhalte ich mich als Führungskraft etc. Und ein Instrument der Führung oder der Entwicklung von Führungskräften ist das sogenannte Unternehmenstheater. Unternehmenstheater hat verschiedene Gründe, warum man das im Unternehmen dann durchführt. Und zum einen dient es als Personalentwicklungsmaßnahme, also um Mitarbeiter vielleicht auf neue Aufgaben vorzubereiten, vielleicht aber auch ganze Mitarbeitergruppen. Zum anderen dient es dazu, Mitarbeiter auf neue Situationen einzustellen, möglicherweise Konflikte, die entstehen könnten, im Vorfeld schon vielleicht dafür zu sensibilisieren oder eben Lösungsmöglichkeiten entsprechend gemeinsam zu entwickeln. Oder Unternehmenstheater dient der Unterhaltung der Mitarbeiter und damit letztlich der Motivation. Wenn Unternehmenstheater also so viele Funktionen eigentlich einnimmt, dann haben wir natürlich in unserer Veranstaltung HR Leadership auch Unternehmenstheater mit den Studierenden einmal eingeübt und Studenten eine Aufgabe gegeben nach dem Motto: Bereitet euch gemeinsam in der Gruppe auf ein Theaterstück vor und führt dieses auf. Aufgeführt haben wir das hier an der Uni in der Aula und was dabei rausgekommen ist, sehen wir jetzt im nächsten Beitrag. Mein Name ist Herr Christ, Vorname Jesus. Ich bin Personaler der Firma Baum und Söhne AG. Die Baum und Söhne AG ist der führende Anbieter in Christbaumschmuck. Wir suchen heute einen neuen Mitarbeiter, einen neuen Abteilungsleiter unseres Bereichs Einkauf. Aus der Vielzahl von Bewerbungen haben wir zwei Kandidatinnen ausgesucht, und zwar die Frau Lichter und die Frau Kette. Hallo. Sie sind Frau Lichter? Genau, richtig. Mein Name ist Herr Christ, Herr Baum ist leider heute nicht hier. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Ja, Frau Lichter, erzählen Sie mal, was haben Sie in den letzten Jahren beruflich gemacht? Ja, also ich habe studiert in Saarbrücken 4 Jahre, BWL, und war die letzten 2 Jahre in China, habe da Praktikum gemacht, habe dort studiert und gearbeitet. Sie kommen also von der Konkurrenz. Warum möchten Sie jetzt zu unserem Unternehmen wechseln? Sie sind das führende Unternehmen und in der Branche. Ich möchte mich da auch gerne selbst weiterentwickeln, also persönlich und auch beruflich, und sehe da ganz einfach bei Ihnen im Unternehmen meine Entwicklungschancen viel größer als in der momentanen Firma. Frau Lichter, was denken Sie? Warum sind Sie die geeignete Person für unsere offene Stelle? Also ich bringe ja schließlich 5 Jahre Berufserfahrung mit und eben auch aus der gleichen Branche. Bin ja auch in der Christbaum-Branche tätig und die Marktkenntnisse habe ich auf jeden Fall und die geforderten Qualifikationen, also Chinesisch, Spanisch, Französisch und Englisch, auf jeden Fall auch. Und ich denke, den Herausforderungen wird auf jeden Fall gewachsen und würde mich da auch sehr drauf freuen. Sie haben es ja eben schon angesprochen, wir sind ja eben im deutschen Markt, vor allem in Frankreich, England und China aktiv. Erklären Sie mal bitte kurz Ihre Kompetenzen in diesen 3 Sprachen. Ja, ganz klar, also Englisch auf jeden Fall super gut, also wie auch standardmäßig gewünscht. Gut. Französisch, bin ich verhandlungssicher mit den Lieferanten, kann ich verhandlungssicher mich durchsetzen. Und Chinesisch bin ich sehr gut ausgebildet, fast muttersprachenähnlich, würde ich sagen, da ich von Kind an sehr oft das Land bereist habe, da sehr großes Interesse habe und wie auch erwähnt eben schon 2 Jahre dort gelebt habe, studiert und auch gearbeitet. Also da bin ich sehr viel drin. Reden wir jetzt mal über das Gehalt, also Ihre Vorstellungen, Ihre Gehaltsvorstellungen, auch was diesen roten Porsche angeht, das ist schon viel. Wie rechtfertigen Sie das denn? Ja gut, also Sie könnten auf jeden Fall von meinen Kenntnissen über den chinesischen Markt profitieren, weil Sie sind ja auch, wie gesagt, dort tätig. Beziehungsweise, also Sie wollen ja die Fremdsprache Chinesisch, dann gehe ich davon aus, dass Sie auch dort Kontakte haben zu Lieferanten. Auf jeden Fall habe ich da besondere Kenntnisse und ich denke, die werden nicht so einfach von anderen Bewerbern mitgebracht werden. Und ich denke, Sie profitieren auf jeden Fall von meinem Fachwissen. Und
Ja, ich kann auf jeden Fall sicher Verhandlungen führen, also in allen drei Sprachen, und von daher würden Sie da auf jeden Fall von profitieren. Und naja, des Weiteren würde ich meine Forderungen auch darin bestätigen, dass ich eben meinen Marktwert ganz gut kenne, da ich halt andere Angebote von anderen Unternehmen auch habe und ich da meine Forderungen durchaus gestellt bekomme. Aber natürlich würde ich lieber bei branchenführenden Unternehmen arbeiten, also ganz klar. Frau Kette, warum denken Sie, dass ausgerechnet Sie die richtige, die geeignete Person für unsere offene Stelle sind? Ja, ich habe ja bereits schon in der Branche gearbeitet, habe die Berufserfahrung, die man dafür benötigt, und bringe auch die Sprachkenntnisse mit, die Sie fordern. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen, Deutsch-Französisch, fließend Französisch, Englisch durch mein Studium natürlich auch fließend, und kann dann in den Märkten, die Sie, in denen Sie auftreten, gut arbeiten. Sie wissen ja, die Firma Baum & Söhne AG, die führende Firma bei der Produktion von Christbaumschmuck, ist ja auch in China aktiv. Wie sieht es da mit Ihren Chinesischkenntnissen aus? Am Studium, habe da einen Kurs gemacht während der ganzen Studium und denke, dass ich da gut zurechtkomme. Und Ihre kulturellen Gegebenheiten in China betreffend, haben Sie sich da mit der Kultur schon befasst? Waren Sie schon mal da? Nein, ich war bis jetzt noch nicht da, aber ich denke, das kann ich ohne Probleme nachholen. Frau Kette, Sie haben ja mit Sicherheit bestimmte Erwartungen, bestimmte Forderungen, die Sie an diese Stelle knüpfen, die Sie an unser Unternehmen stellen, auch was das Gehalt angeht. Vielleicht können Sie das mal kurz ansprechen. Ja, also meine Gehaltsforderung, da stelle ich mir ein Einstiegsgehalt von ca. 100.000 Euro pro Jahr vor. Des Weiteren erwarte ich von der Firma, dass sie mir einen Dienstwagen stellt. Und haben Sie da konkrete Vorstellungen, was den Dienstwagen angeht? Eine Rechnung mit dem Dienstwagen. Okay. Und außerdem, dass ein schöner Anteil von Fortbildung bezahlt werden. Guten Tag, Herr Baum. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, Ihnen geht's wieder besser. Man sieht, Sie sind immer noch ein bisschen krank. Ja, noch ein bisschen. Ich wollte mich mal erkundigen, wie die Mitarbeitergespräche gegen Bewerbungen verlaufen sind. Ja, das sind Sie extra heute noch in die Firma gekommen, Frau Zitschel. Natürlich. Herr Baum, ich habe schon mal was für Sie vorbereitet, damit Sie gleich sehen, wie die Unterschiede der beiden Bewerber sind. Bei uns, bei mir, Herr Christ, Sie, Herr Baum, Baum & Söhne AG, ist ja klar. Also die Frau Lichter und die Frau Kette waren hier bei uns. Sie sehen direkt, die Frau Lichter hat deutlich höhere Anforderungen. Ja. Was das Bruttogehalt angeht, sind es 30.000 Euro mehr pro Jahr. Mhm. Der Dienstwagen, sie hätte gerne einen Porsche. Die Frau Kette gibt sich schon mit einem Mittelklassewagen zufrieden. Die Frau Lichter fordert außerdem einen Tag Homeoffice. Bei den Fortbildungen haben sie verschiedene Vorstellungen. Hier vielleicht zu erwähnen, dass die Frau Lichter ihre Anteile auf 4% runtergehandelt hat. Bei der Frau Kette blieben die 5% bestehen. Was natürlich jetzt das Entscheidende für unser Unternehmen ist, Herr Baum, ich würde trotzdem empfehlen, die Frau Lichter einzustellen. Einfach aus dem Grund, die Frau Lichter wird uns mehr bringen, habe ich das Gefühl. Sie kennt sich sehr gut auf dem chinesischen Markt aus, sie kennt die chinesische Kultur, kennt die Sprache, hat dort schon Verhandlungen geführt. Und wir haben uns ja intern bereits geeinigt, dass China der Markt der Zukunft ist und in den nächsten Jahren verstärkt da agieren wollen. Das stimmt. Das wussten die Bewerber natürlich nicht, aber die Frau Lichter hat direkt, was die Ansprachen angeht, China vorgeschlagen. Die Frau Kente hat sich da auf England und Frankreich eingeschossen und da haben wir ja schon intern geprüft, dass das eher etwas schwieriger wird. Also wir haben zwar mit der Frau Lichter deutlich höhere Kosten, aber wir werden, denke ich mal, mit ihr wesentlich effizienter arbeiten und wesentlich besseres Unternehmensziel erreichen. Deswegen meine Tendenz ganz klar, Frau Lichter. Herr Baum, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ruhen Sie sich aus, wir sehen uns dann die Tage wieder. Jawohl. Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen, Herr Baum. Tschüss. Herzlich. Ja, das war unser Unternehmenstheater, durchgeführt von unseren Studierenden aus der Veranstaltung HR Leadership im vergangenen Wintersemester. Und wir hatten wirklich einige Studierende dabei, man hat es vielleicht im Beitrag gemerkt, die auch durchaus Schauspieltalent oder Schauspielertalent haben und besitzen. Heißt, sowas wie ein Unternehmenstheater, das gibt es durchaus immer wieder bei uns in Lehrveranstaltungen, dass wir etwas machen, was so ein bisschen über das hinausgeht, was so die reine Theorie oder die reine BWL-Lehre vielleicht in einem Lehrbuch vermitteln könnte.
Ganz aktuell haben wir in diesem Sommersemester, und jetzt bitte Bachelorstudierende aufgepasst, eine Veranstaltung, die sich ja auch mit Dingen beschäftigt, die vielleicht nicht in jeder Vorlesung zu finden sind. Wir haben im Rahmen des Bachelorstudiums ja hier an der Fakultät eine ganze Reihe von Veranstaltungen zum Thema Schlüsselkompetenzen. Und als Schlüsselkompetenz haben wir eine wichtige Variante am Lehrstuhl hier ausgewählt, die wir vermitteln möchten, nämlich die Idee der Teamentwicklung und der Teambildung. Und dazu bieten wir eine Veranstaltung an. Die Anmeldungen laufen, glaube ich, seit dieser Woche zu unserer Teamentwicklungs- und Teambildungsveranstaltung im Sommersemester. Die Veranstaltung wird durchgeführt, relativ stark geblockt im Juni. Und ich kann zumindest so viel verraten, die Veranstaltung wird spannend, denn es wird einen Outdoor-Tag geben. In kleiner Variante davon hatten wir im vergangenen Jahr schon mal experimentiert. Und dieser Outdoor-Tag, da geht es wirklich zur Sache, da muss ein Team oder müssen sich Teams wirklich finden, blind verstehen und kommunizieren können. Und da freue ich mich schon wieder drauf, da die Studierenden zu erleben, wie sie sich sukzessive an entsprechende Aufgabenstellungen und an bestimmte schwierige Situationen im Team gewöhnen und dann entsprechend diese auch meistern. Also alle Bachelorstudierende, für euch ist diese Veranstaltung gedacht, Teamentwicklung bzw. Teamgestaltung und Teambildungsmaßnahme im Rahmen der Schlüsselkompetenzveranstaltungen fürs Bachelorstudium. Schlüsselkompetenz ist auch das Stichwort unseres nächsten Beitrages, denn seit kurzem, im Prinzip seit Anfang des Jahres, gibt es das sogenannte Schlüsselkompetenzzentrum an der Universität des Saarlandes. An der einen oder anderen Stelle an der Uni findet man zurzeit diese beiden Flyer oder diesen Flyer und das Prospekt. Und mit diesem Schlüsselkompetenzzentrum sollen eben jetzt gebündelt werden, was bislang in unterschiedlichsten Fakultäten, an unterschiedlichsten Lehrstühlen ja mehr oder weniger isoliert und wenig koordiniert voneinander gelaufen ist. Das soll nun gebündelt vom Schlüsselkompetenzzentrum koordiniert und organisiert werden. Was sind Schlüsselkompetenzen? Ja, für alle, die sich dafür interessieren, hier im Flyer findet man so ein paar Aspekte, zum Beispiel soziale Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Führungskompetenz, Persönlichkeitskompetenzen wie Motivation und Selbstmarketing oder auch Methodenkompetenzen. Da geht es beispielsweise um Präsentationsfähigkeiten, Sprech- und Schreibfähigkeiten oder auch Zeitmanagement. All das bietet das Zentrum für Schlüsselkompetenzen an. Und unser Orga-TV-Interview der Woche hat stattgefunden mit Frau Dr. Birgit Rosmanitz. Sie ist die Leiterin des Schlüsselkompetenzzentrums und erzählt so ein bisschen, was ist denn eigentlich jetzt neu, was gibt es an Veranstaltungen und an wen richtet sich eigentlich das Schlüsselkompetenzzentrum mit seinen Veranstaltungen. Film ab. Ich möchte euch das Zentrum für Schlüsselkompetenzen vorstellen mit seinen Aufgaben, mit seinen Zielen und mit seinen Zielgruppen. Wir starten in diesem Sommersemester mit unserem Veranstaltungsprogramm. Da gibt es auch ein schönes Heft, das ich gleich hier in die Kamera halten möchte. Da sind viele Workshops und Seminare drin, die für Studierende und für Lehrende spannend sind. Daraus ergibt sich auch schon, was wir für Startaufgaben im Zentrum haben. Wir sind einerseits der Career Service der Universität des Saarlandes. Hier sollen Studierende die Möglichkeit bekommen, sich besser auf den Übergang von der Hochschule in den Beruf vorzubereiten. Darüber hinaus sollen viele die Möglichkeit bekommen, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sich weiter zu fördern. Ein zweites Aufgabengebiet ist die Hochschuldidaktik. Mit der Hochschuldidaktik möchte die Universität des Saarlandes Lehrende anregen, ihre eigene pädagogische und didaktische Fortbildung weiterzuentwickeln. Wir haben drei Angebote, die wir in diesem Semester vorhalten. Und das dritte Aufgabengebiet ist eigentlich eher ein beratendes und ein vernetzendes Aufgabengebiet. Hier soll es darum gehen, Schlüsselkompetenzen an sich in der Universität des Saarlandes zu befördern, auch im obligatorischen Lehrprogramm. Schlüsselkompetenzen differenzieren sich in drei Bereiche, in methodische Kompetenzen, in persönliche Kompetenzen und in soziale Kompetenzen. Und in allen drei Bereichen möchten wir Angebote vorhalten, zum Beispiel zu Präsentationstechniken oder zu Kommunikationskompetenz und so weiter und so fort. Ja, wie bereits von Frau Dr. Rosmanit beschrieben, starten wir im Sommer mit dem ersten Programm im Career Service für Studierende.
Und da werden wir verschiedenste Angebote im Bereich Schlüsselkompetenzen anbieten und versuchen auch gleichzeitig nicht nur verschiedene Themenbereiche anzusprechen, sondern auch verschiedene Formate auszuprobieren, also sprich verschiedene Workshop-Zeiten und Methodiken testen, inwiefern die Studierenden das auch in ihren Stundenplan integrieren können und diese Zusatzangebote wahrnehmen können. Und ein großer Bereich ist der Thema Bewerbung, beziehungsweise wie starte ich gut in einem neuen Unternehmen nach dem Hochschulabschluss. Dazu wird es zum einen ein Seminar von Frau Dr. Rosmanit geben, das wirklich auch einen Seminarcharakter hat, das heißt also durchlaufend durch das Semester mit wöchentlichen Veranstaltungen und einer abschließenden Blogveranstaltung zum Thema Kommunikation in Organisationen und Unternehmen, wo es wirklich darum geht, zu schauen, was ist wichtig für einen guten, gelungenen Einstand in einem neuen Unternehmen. Und dann wird es ein Angebot geben im Bereich Bewerbungstrainings. Das hat zwei Teile, zwei Workshops, die man sowohl separat besuchen kann, als auch in Kombination. Zum einen wird es da gehen um die schriftlichen Bewerbungsunterlagen und in dem zweiten Workshop dann um die Vorstellungsgespräche. Und das bieten wir an als Abendblock-Seminare von vierstündiger Dauer. Ergänzend gibt es im Bereich der Bewerbung noch ein weiteres, drittes Angebot des Zentrums. Und zwar gibt es eine Individualberatung Bewerbungsmappe. Und zwar bieten wir das zusammen an mit dem Hochschulteam der Arbeitsagentur. Und da gibt es drei Termine. Einmal, wo man sich verbindlich anmeldet, aber auch eine Art freie Sprechstunde, wo halt jeder Studierende, der Interesse hat, mit seiner konkreten Fragestellung zu seiner eigenen Bewerbungsmappe sich individuell beraten lassen kann. Das sind so die Angebote, die wir im Bereich Bewerbung im weitesten Sinne dieses Semester anbieten möchten. Im Sommersemester haben wir für euch, liebe Studierende, noch weitere interessante Angebote, wie beispielsweise zur interkulturellen und sozialen Kompetenz, zu Problemlösetechniken und zur Projektentwicklung. So gibt es ein Modulangebot mit interkultureller Kompetenz in die Arbeitswelt starten, welches aus drei Workshops besteht. Neben einem Grundlagenworkshop gibt es noch weitere Teile, interkulturelle Kompetenz und interreligiöser Dialog und interkulturelles Teambuilding als Outdoor-Training. In allen Workshops arbeiten internationale und deutsche Studierende eng zusammen, sodass interkulturelle Kommunikation auch praktisch erfahrbar wird. In unserem Workshop-Angebot Soziale Kompetenz, Kommunikation und Moderation geht es um Kommunikation in Gruppen und um Teamentwicklung. Weiterhin werden Gesprächsführung und Moderation geübt. Sehr praxisorientiert ist der Workshop von der Idee zum Konzept, den wir gemeinsam mit der KWT, Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer, anbieten. Dort werden Kreativitäts- und Problemlösetechniken vermittelt, die dann direkt in einem Praxisteil erprobt werden können. Liebe Studierende, mein Name ist Andreas Nahe, ich bin im Zentrum für Schlüsselkompetenzen zuständig für den Bereich Hochschuldidaktik. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben Studierende mit Hochschuldidaktik zu tun? Erstmal sehr wenig. Unsere primäre Zielgruppe für die Hochschuldidaktik sind die Lehrenden der Universität. Und damit kommen wir natürlich auch zu den Studierenden, denn ihr seid diejenigen, die lernen an der Universität von Lehrenden. Jetzt ist es so an unserer Universität, dass wir schon ganz hervorragende Lehrer an unserer Universität haben. Unser Ziel ist es jetzt aber natürlich, das Ganze noch besser zu machen. Wir bieten unsere Programme dieses Semester in der Hochschuldidaktik in Zusammenarbeit mit dem Graduiertenprogramm der Universität an, Gradus. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir von der enormen Erfahrung, die Gradus in diesem Bereich hat, profitieren können. Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Birgit Rosmanit und ihr Team. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich mal anzuschauen, welche Veranstaltungen, Seminare und Workshops das Schlüsselkompetenzzentrum schon in diesem Sommersemester anbietet. Mich persönlich freut natürlich als Dozenten hier an der Universität des Saarlandes, dass sich das Programm nicht nur an Studierende, nur in Anführungszeichen, sondern eben auch an Lehrende der Universität des Saarlandes richtet. Also, wie gesagt, unbedingt mal den Prospekt anschauen oder auf der Webseite www.uni-saarland.de/Schlüsselkompetenzen nachschauen und mal informieren, was denn das Zentrum für Schlüsselkompetenzen anbietet. Ja, Themenwechsel.
Wir haben ja jeden Freitag eine Webseite, die in unserem Orga-TV-Podcast ja, vorgestellt, begutachtet wird. Das inzwischen schon, glaube ich, seit 2 Jahren. Ich gucke mal gerade in die Regie. Jawohl, seit 2 Jahren machen wir das schon. Jeden Freitag eine neue Webseite, insbesondere aus dem Bereich der Social Networks beziehungsweise aus dem Bereich des Web 2.0 stellen wir immer wieder neue Ideen, neue Innovationen vor. Und in der vergangenen Woche war das die Seite oder das Portal semesterbooks.de. Die Idee dahinter, Studenten können Lehrbücher, die sie im Rahmen des Studiums benutzt haben, nicht mehr benötigen, weitergeben an andere Studierende. Es ist also eine Plattform, wo man entsprechend austauschen kann, wo man regional, aber auch überregional recherchieren kann, wer bietet ein entsprechendes Buch an, um dann eben zu etwas vergünstigten Preisen das Buch gebraucht von einem Kommilitonen oder einem etwas entfernten Studenten an einer anderen Uni zu erwerben. Caroline Nimschik schaut sich die Webseiten entsprechend immer an und ich wünsche viel Spaß bei dem Podcast der vergangenen Woche. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Orga-TV-Podcast aus der Universität des Saarlandes. Pünktlich zum Semesterbeginn melden wir uns mit neuen Themen aus der großen Welt des Web 2.0 zurück. Was sieht man hier momentan auf dem Campus? Es herrscht ein wenig Verwirrung wie immer zu Semesterbeginn und die Studenten irren durch Vorlesungen und Seminare und erhalten überall dort eine immens lange Liste mit Büchern, die sie für die Vorlesungen benötigen. Wo aber nun die Bücher möglichst und kostengünstig hernehmen? Da gibt es natürlich einerseits die Bibliothek, aber auch im Web gibt es natürlich dafür wieder Lösungen. Seit 2007 gibt es semesterbooks.de mit einer neuen Version. Sie bietet euch neben neuem Design und neuen verbesserten Funktionen die Möglichkeit, Bücher schnell und günstig zu bekommen. Bei semesterbooks.de handelt es sich um eine Bücherbörse für Studierende. Studenten können hier ihre Bücher kaufen und verkaufen. Einfach ISBN, Titel oder Autor eingeben und sich auf die Suche nach der Literatur begeben. Das Bequeme an Semesterbooks ist, dass die Suche nach einem Buch nicht nur auf Bundesländer und Städte eingegrenzt werden kann, sondern auch auf Hochschulen. Das gestaltet die Suche viel einfacher, schneller und bequemer. Wer schnell zu Geld kommen will, bietet seine nicht mehr benötigte Literatur auf der Plattform zum Verkauf an. Wird ein gesuchtes Buch mal nicht sofort angeboten, nicht verzweifeln und einfach sein Interesse an dem Buch bei Semesterbooks hinterlegen. Mit etwas Glück muss man nicht lange warten. Wird das gesuchte Buch von jemandem eingestellt, wird man automatisch alarmiert. Wer braucht auch schon neue Bücher? Von Kommilitonen präparierte Literatur ist doch viel besser und vor allen Dingen auch viel kostengünstiger. Zudem ist semesterbooks.de völlig kostenlos und es gibt sogar noch einen kleinen Mehrwert, sage ich mal, für euch Studenten. Nämlich derjenige, der die meisten Mitglieder wirbt, erhält einmal das Semester umsonst. Denn semesterbooks.de zahlt für ihn die Semestergebühren. Ich finde, das ist doch eine ganz gute Sache. Am praktischsten ist es natürlich, wenn Verkäufer und Käufer von der gleichen Hochschule sind. Denn dann kann man einfach mal so eben zwischen 2 Vorlesungen die Bücher austauschen. Ich finde, ihr solltet es einfach mal ausprobieren. Also ran an den Computer und bei Semesterbooks mal geschaut, ob ihr eure Bücher findet. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Ja, an gewisse Sachen gewöhnt man sich nie. Die Kollegin heißt natürlich inzwischen Caroline Jorzig. Bitte um Entschuldigung. Sie ist inzwischen verheiratet und heißt anders, als ich das eigentlich seit Jahren gewohnt war. Ja, also auf jeden Fall bitte unbedingt auch diesen Freitag den neuen Podcast sich anschauen. Und ja, ich bin schon gespannt, was da für eine Webseite vorgestellt wird. Den Podcast gibt es auf www.orga.tv oder natürlich dann im Abo, wenn man entsprechend unseren Podcast abonniert. Würde ich dringend empfehlen, denn wie gesagt, immer eine innovative Webseite oder Plattform aus dem Web 2.0 Bereich wird vorgestellt. Das war es eigentlich insoweit auch schon von uns hier heute für die Sendung. Ich kann noch, wie gesagt, hinweisen auf die kommende Sendung am kommenden Mittwoch, 18.18 Uhr, wie immer zur gewohnten Zeit hier bei Orga TV. Bis dahin viel Spaß. Tschüss.